meine Lieben, Arani ist manchmal ganz schön taddelig und düdelig und püdelig. So, das seht ihr ja denn in dem Video, ne? Ihr seht ja, ich habe mich auch schon umgezogen. Guckt mal. Es war eine Leerpalette drinne in dem Kalender, ne? Und da dachte ich so, ist da jetzt irgendwas fehlgelaufen bei der Verpackung oder wie auch immer? Oder hat das jemand rausgeklaut oder wie auch immer? Guckt mal, das ist die Palette, wenn sie befüllt ist. Und zwar kann man nämlich die kleinen Paletten, die hier so mit drin waren in dem Kalender, hier habe ich sie reingepackt, ne? Bronzer, Highlighter und Blush und eine Lidschattenpalette. Man kann auch nur die Lidschattenpaletten reinmachen, wenn man möchte, ne? So, das habe ich jetzt rausgefunden. Also ich sag ja, und dann kann man das nämlich von hier hinten aus so rausdrücken, ne? Damit man das rauskriegt. Dafür ist die Leerpalette gedacht. Ja, ne? Also, der Kalender ist doch cool irgendwo, ne? Also, abgesehen von den ganz vielen Lidschattenpaletten, jetzt habe ich euch schon gespoilert, Achtung. Aber wie gesagt, ja, kann man dafür so nutzen. Das ist wieder typisch Hani, ne? Da war sie wieder. Aber ich habe es noch rausgefunden. Wofür ist das mal so? Irgendwie mal gucken, werde ich das mal so verlosen. Mal schauen, wie ich das mache, oder? Mal schauen, ne? Ja. Viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier für euch vielleicht einen Geheimtipp, einen geheimen Adventskalender. Wenn ihr den jetzt noch nicht so auf dem Schirm habt, tja, wo habe ich den her? Ja, ich habe so ein bisschen rumgescrollt und ich dachte, komm, du musst auch mal gucken nach Kalendern, die hier vielleicht nicht jeder bei YouTube unboxt, ne? Vielleicht auch mal so, die man halt so durch Zufall findet. Und das ist ein reiner Make-up-Adventskalender. Ja, hat man nur Make-up drin, ne? Gab es auch im Angebot für 20,43 €, also günstig, ne? Wer jetzt nicht so viel Geld hat und sagt, Mensch, ich kann mir jetzt eigentlich so die teuren Adventskalender nicht leisten. Vor allen Dingen jetzt momentan so mit dieser Krise, die wir haben, ne? Wirtschaftskrise wie Inflation und bla bla bla. Dass jeder so ein bisschen einstecken muss und sagt, ich will mir trotzdem was Schönes gönnen. Ich meine, letztendlich sieht euch keiner an. Habt ihr jetzt Make-up im Gesicht für 100 € oder habt ihr jetzt Make-up im Gesicht für 20 €? Ne? Also ich meine, letztendlich und ja, muss ich jetzt mal sagen, da würde das dann vielleicht auch für den einen oder anderen zureichen, weil das sieht man halt immer an, sag ich jetzt mal. Ich finde den schön, ne, von der Aufmachung her. Ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, genau was das für eine Marke ist. Cookie, ja, ist irgendwie aus, keine Ahnung, wo der herkommt. Designed in the UK, made in China. Okay, es muss von da irgendwie eine Marke sein, eine ausländische Marke, gehe ich jetzt von aus. Und Animal Test Free and Vegan. Guckt mal da, ne? Da steht's ja. Und ich habe mir so gedacht, guckt mal, der Nagellack passt zum Kalender. Make-up, ne? Hat heute Lilla oben, ne? Ich kann euch ja mal ein Schminki zu der Palette, die ich oben habe, kann ich euch mal hier oben mal durchlaufen lassen. Von Shein, von Shiglam, ne? Eine Make-up-Palette. Da dachte ich so, das passt doch gut so zusammen, ne? Ja, genau. So, noch was zu sagen? Ach so, viele haben mich angesprochen wegen der Palette. Die ist von I Love Revolution. Ich kann euch mal ein Video einblenden. Ich muss gucken, ich habe schon mal ein Schminki davon abgedreht und auch, wo die mit drin war. Ich muss gucken, was ich davon finde und euch hier zeige, ne? Wem es jetzt interessiert, weil viele haben nach der Palette gefragt. Die ist schick, ne? Die ist auch toll. Aber wie gesagt, da habe ich schon Schminki abgedreht und wo ich die gekauft habe und naja. So, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf den Kalender und das ist hier alles wieder heute ein bisschen, wenn du noch mehr sehen möchtest. Adventskalender-Unboxings. Würde ich mich freuen, ne? Wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ich habe momentan eine Verlosung am Laufen, ne? Weil wir haben ja die, ich mache jeden Monat eine Verlosung als Dankeschön für meine Abonnenten, ne? Mal gucken, es wird hier irgendwo Infokarte durchlaufen oder Videovorschlag, musst du mal schauen. Instagram bin ich auch und da lasse ich sofort meine Abonnenten zuschauen, bis sobald ich ein Video hochgeladen habe, wenn das hier mit der Benachrichtigung von YouTube nicht funktioniert, ne? Den habe ich bei, habe ich schon mal erzählt, wo ich den bestellt habe, bei parfümklick.de habe ich den bestellt. Ich packe euch unten einen Link in die Infobox, da kommt ihr genau drauf. Der kostet 20 noch was, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Jetzt war aber irgendwie im Angebot, ich
wenn der halt nicht im Angebot ist, kostet er 23 noch was. Wie gesagt, aber ich glaube, der ist immer im Angebot für 20, ne? So. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal rein in den Kalender. Genau. Kommt mit der DBD, kommt nicht mit der DHL. DBD ist immer ganz witzig. Der brüllt immer in die Sprecheinlage rein: Paket! Ja. DHL immer schön: Guten Tag, hier ist die DHL. Ich habe ein Paket für Sie. Und DBD brüllt einfach rein: Paket! Dachte ich, der macht das immer so. So, was heißt immer? Also bei DBD bestelle ich selten mal was, was über die DBD kommt. Ne? Und naja, gut. So, ihr Lieben, ihr wollt wissen, was drin ist. Ich quatsch schon wieder viel zu viel rum. Wie gesagt, das Design ist abgespaced. Das seht ihr auch, ne? Lila und bisschen so mit. Ne? Aber dennoch sieht es schön aus. Schön weihnachtlich und so glänzend und so. Ich finde das Design richtig schön. Ich finde es jetzt bloß schade, dass ich den kaputt machen muss. Ne? Weil es ist ein Türchen-Adventskalender. Leute, die Zahlen, da muss man richtig gucken. Ach, mal ist es ausgeschriebener Zahl und mal als Wort. Also one, ne? Das heißt eins. Beginnen wir mit einer Lidschattenpalette. Guckt mal. Und die sind auch so schön designt, die Produkte. Ne? Wie der Kalender, so sehen auch die Produkte aus. Also, das ist doch mal der Hammer. Und das geht gleich mit einer Lidschattenpalette los. Ne? 4,2 Gramm sind hier drin. Das ist wirklich ein relativ kleiner, aber das reicht vollkommen zu. Ne? Und wie gesagt, das Design ist auch schön. Das ist, ich swatche jetzt nicht. Ich würde vielleicht auch ein Testschminke nochmal abdrehen von dem Kalender, wenn ihr das möchtet. Ne? Weil ich weiß jetzt auch nicht, welche. Guckt mal. Und innen drin ist auch so ein bisschen eingestanzt. Ne? Schön. Also damit kann man so ein Smoky einrichten. Haben wir hier oben. Guckt mal. Ey, die ist riesengroß. Seht ihr das? Boah, das ist das größte Türchen. Denn da hat man schon das größte Türchen. Ne? Hat man schon ein relativ großes Produkt. Ey, Leute. Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Das ist ein Behälter, da kommt irgendwas rein, da sind so Löcher drinne. Da muss ich mich dann gleich mal genauer belesen, begucken, was da reinkommen soll. Ne, also ich weiß nicht, da kommt dann irgendwas rein. Interchangeable, kompakt. Okay, so gucken wir mal, ne? Ja, toll. Ich habe jetzt ganz verzweifelt die drei gesucht. Die drei haben wir hier. Also die ist wirklich so, ne? Da geht das Türchen so nach oben. Aua. Und nicht die Seite, wo ich habe eine kleine Kriegsverletzung. Ui, das sieht aber auch nicey aus, ne? Und das, oh, Leute, ich komme klar. Alles gut. Hier haben wir einen Lipstick. Ach, so schön, schön designt, ne? Ja, also der sieht auch mega aus. Das ist die Farbe Lipstick Rouge. Lalalala. Steht nicht oben. 3,3 Gramm. Es ist ein schönes Braun, ne? Guck mal. Also so sieht's aus. Ne? Also ein schönes Braun. Okay, also finde ich jetzt schick, ne? Hier haben wir die vier. Befindet sich da ein Bier? Man weiß es nicht so genau, aber ich glaube nicht. Ach, ha, toll. Ja, das ist halt beim 20-Euro-Adventskalender, Leute. Oh. Kann man das mal machen? Ja, haben wir zwei Sachen drin. Also ich meine, in manchen Kalendern machen sie es einzeln rein. Einmal einen Anspitzer, ne? Und dazu so ein Pinselchen. Ich würde den so als Highlighter-Pinsel benutzen. Ja, meine Mutti meinte zu mir, sie bräuchte mal wieder einen Anspitzer. Naja, dann bekommt sie den, ne? Dann packe ich ihr den auch in den Adventskalender, den Anspitzer. Da kommt dann auch irgendwas mit dazu, Naschi oder irgendeine Probe. Muss ich mal gucken, ne? Ja, ein Anspitzer, kleiner Pinsel und in so in einen schönen Blau. Ein Tag von Nikolaus, da haben wir ein viereckiges Kästchen. Oh, Leute, da. Oh ja. Also. Hier haben wir, ich gehe mal von aus, ein Blush. Guckt mal. Ist der schön? Blusher, Blush. 4 Gramm sind hier drinnen, ne? Und so, oh, guckt mal. Oh, wow. Also, mega, ne? Nikolaus, die 6 haben wir hier. Wieder ein viereckiges Kästchen. Aua. Oh, Hanni, ey.
Ja, man muss ein bisschen vorsichtig den Kalender aufmachen, ne? Wenn man den jetzt vielleicht nicht ganz so zerflicken möchte. Ah, hier haben wir, oh, guckt mal, 4 Farben Lip Balm, Leute. Ey, das ist so krass, ne? Da hat man so Lip Balms drin, das sind so 2,2 Gramm. Farbbezeichnung ist jetzt hier nicht so am Start, ne, bei dem Kalender. Aber ja, guck mal, habt da verschiedene Farben. Rot, Nude, ne? Es mag jetzt auch nicht unbedingt jeder immer so mit seinen Fingerchen so reinzugehen, aber dem einen oder anderen stört es jetzt nicht, ne? Ja, die 7 haben wir hier oben. Das ist wieder so ein viereckiges Türchen. Haben wir wieder eine Lidschattenpalette. So ist Nude-Farben, ne? Eine Nude-Farben ist auch sehr schön. Auch wieder 4,2 Gramm. Schön. Schimmertöne, ne? Ja, die 8 haben wir hier unten. Die Farben könnte es erahnen lassen. Mascara oder Lippenstift. Oder jeder noch. Es ist ein Lip Liner, ja. Aber ich meine, auch im Braunton, ne? Und der würde ja denn schon mal, oh guck mal, der würde ja denn schon mal zu dem passen, ne? Der Lip Liner, also da hat man dennoch passend die Produkte miteinander. Der Lip Liner ist zum Anspitzen, dafür ist ja auch der Anspitzer da, ne? Ist 0,8 Gramm und ja, es ist ein kleiner. Die 9 haben wir hier. Die 9 befindet sich hier, haben wir wieder ein viereckiges Türchen. Wir haben wieder eine Lidschattenpalette, guck mal. Ja, eine Lidschattenpalette. Oh, die schimmert aber sehr schön. So sieht sie aus. Guckt mal, ne? Sehr schöne Farben, ne? Ja. Ein Mattton und Schimmertüchchen. Den haben wir hier unten. Wir kommen jetzt zum zweistelligen Bereich. Hier haben wir wieder einen Lip Liner. Jetzt müsste man nur noch gucken. In so einem Rottönchen. Wieder so ein kleiner, 0,8 Gramm, ne? Dann wird bestimmt noch ein roter Lippenstift mit dazu sein, ne? Naja, lassen wir uns überraschen, was... 11, kommt. Ne? Ah, wer nicht Englisch kann, naja, guck mal. Der ist ja nice. Guck mal, ein Glitternagellack, aber der ist ja wirklich schön. Ne? Also, wow. Mega. Ja, 8 Milliliter haben wir hier drin. Ja. Kann man durchaus machen, ne? Also der Schimmer, der ist richtig schön, Leute. Oh, ich glaube, den behalte ich, ne? Kann man als Topper vielleicht nehmen. Könnte man jetzt hier auf den hier rauf machen, ne? Aber der ist wirklich schön. Also der haut mich bis jetzt richtig um. Muss ich sagen. 12. Wir sind in der Halbzeit. Da haben wir, da könnte jetzt ein Lippenstift drin sein, ne? Vielleicht, nein, nicht. Das ist schon ein bisschen Farce hier, ne? Da denkst du von der Form her. Ja, wir haben jetzt hier einmal sowas hier. Also ich gehe von aus, es wird sowas wie ein Lippenpinsel sein. Steht nicht oben. Hier kriegt man auch das Ding gar nicht ab. Guck mal, ich denke, das wird ein Lippenpinsel sein, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel die Geschichte hier hat, ne, diese Lippenbäume, dass man die dann zusammen mit dem Lippenpinsel, ja, finde ich jetzt in Ordnung. Wenn man jetzt mit den Fingern nicht unbedingt reingehen möchte. Und dann ist noch dazu also ein Applikator für Lidschatten, ne? Ja, ich muss sagen, benutze ich auch eher selten. Ich finde die aber tatsächlich nicht so schlecht, wenn man jetzt so wirklich so Glitzer-Lidschatten hat. So wie ich hier, da muss ich mit einem kleinen Finger auftragen, um die besser... Aber damit kriegst du halt besser die Glitzer-Lidschatten zum Beispiel aufgetragen mit solchen Applikatoren. Ja, das war jetzt zusammen in ein Türchen. War gerade wieder so dunkel, Leute. Macht mir auch manchmal wahnsinnig so. Dann kommen wir zu 13. 13. Wieder eine Lidschattenpalette. Ne? Ja, haben wir wieder so, ist doch fast so ähnlich, wie die wir als erste schon mal drin hatten, oder? Ja, fast, ne? Also das war die im ersten Türchen, das war jetzt in der 13, ne? So sieht sie aus. Ja, guck mal, ne? Matte Tönchen und Schimmertönchen sind hier mit drin. Aber mir gefällt der schwarze Glitzerton hier so. Das gefällt mir richtig gut. Die 14, nur noch 10 Tage bis Heiligabend. Juju. Wow, meine Schnittrunde, meine Krippe. Oh, das sieht aber auch
machen wir mal. So, auch so schön mit dem Design so, ne? Einmal ein 10,5 Milliliter ist halt ein Lipgloss, ne? So Lipgloss in der Tube. Oh, das fett schon, ne? Schon schön verpackt. Ja, das ist, sieht dann halt so aus. Ich muss mal gucken, was davon bei mir bleibt. Ich denke mal, wir werden ja noch einen mit drin haben, ne? Und das ist halt so, kann man sagen, ist das rot? Naja, so. Naja, rot. Ne, ist ein rot, ja. Hier unten haben wir die 15. Ach, naja, zweimal hintereinander haben wir wieder Lipgloss, ne? In so einem Braunton, genau, sind auch 10,5 Milliliter. Und da hat man ja auch ewig was von, ne? Ja. In der 16 haben wir wieder, ein Bronzer, Leute, guckt mal, ein Bronzer, der ist doch auch schick, ne? Da hat man wieder dieses auch 4 Gramm, so dieses Monddesign da drin, so dieses basige, so, ne? So sieht er aus, ja, ein, ist nicht zu dunkel, nicht zu hell, ich finde den genau richtig so vom Ton her, ne? Ja, ein Schön, die haben wir hier oben und das ist wieder viereckig, haben wir wieder eine Lidschattenpalette, ja, ne? Lidschattenpaletten hat man ja meistens drin. Auch so wieder mit so braunen Tönchen und die Verpackungen sind auch wieder 4,3 Gramm. So sieht sie aus. Ja, so ähnlich. Ist schon ein bisschen ähnlich wie die anderen. Nein, die 18, die haben wir hier. Und die Form lässt es erahnen. Es könnte ein Lippenstift sein. Passt denn super. Oh, jetzt habe ich das hier auch so kaputt. Schöner roter Lippenstift. Ich lasse den zu. Das seht ihr ja, dass er rot ist, ne? Genau, und dazu der Lip Liner passt dann natürlich. Ja, die 19 haben wir hier oben. Oh, guck mal. Das ist auch ein schöner Nagellack. Haben wir in einem schönen, schön rosa, pink. Guck mal, der ist auch schön, ne? In 8 Milliliter. Also ich muss sagen, die Nagellacke gefallen mir richtig gut hier drin von der Farbe her, ne? Richtig schön, ja. Ein schönes, sattes Pink, Rosa, wie auch immer. 20, wir steuern auf Heiligabend zu. Wieder in einem viereckigen, da könnte ich mir vorstellen. Ja, schon wieder, ne? Das ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Hier haben wir nochmal eine Lidschattenpalette und das sieht sich auch alles so ähnlich, ne? Also wird eine bei mir bleiben zum Austesten und anders wird damit verlost oder ich befülle ja auch einen Adventskalender, der wird dann im November verlost, ne? Und da denke ich, werde ich ein paar Sachen hiervon mit reinmachen. So sieht er aus. Guckt mal. Ja. So ähnlich hatten wir schon da, ne? Matte Ton. Matte Töne. Schimmertöne. Ja. 21 haben wir hier oben. Bitte nicht nochmal eine Lidschattenpalette, Leute. Jetzt, oh, nee, oder? Jetzt ist wirklich Schluss. Ja, okay. Ja, guckt mal. Also muss man wirklich mögen, ne? Und vor allen Dingen, die ähneln sich ja auch immer so, die Farben, wenn es so ein bisschen unterschiedliche Farben wären, ne? Wenn jetzt mal so andere Töne mit drin wären, aber die sind ja immer alle so ähnlich. Ja. Die 22, oh Gott, Leute, lasst es endlich mal irgendwie ein Highlighter sein oder so. Jawohl, ein Highlighter. Naja, aber ich muss sagen, ein Highlighter. Also für mich schimmert ein Highlighter und der schimmert gar nicht. Der ist ja seid ihr jetzt zu hell jetzt oder was? Der ist ja komplett, seht ihr das? Der schimmert überhaupt nicht, ne? Ja gut, finde ich ein bisschen schade, der könnte, weil Highlighter muss doch ein bisschen glitzerig sein, so schimmerig sein. Aber da ist ja gar nichts. Der sieht ja so matt aus. Okay. Weil was fehlt denn jetzt eigentlich noch, ne? Eigentlich ein Mascara oder Kajalstift oder so. War jetzt auch nicht so mit drin, ne? In der... Ein Tag vor Heiligabend natürlich haben wir jetzt einen Mascara. Endlich, Leute. Ist nur ein kleiner, ne? Der ist 4,5 Milliliter. Wir gucken uns mal das Bürstchen an. So. Es ist so ein Kunsthaarbürstchen, ne? Ja. Gut. Okay.
Riecht nach nichts, das finde ich voll in Ordnung, aber der ist wirklich ein bisschen minimi, ne? Ein bisschen sehr. Ja, alles Schlimmes in der 24. Ha, in der 24. Das sieht wieder so aus, wie als wenn, ne? Ja, haben wir wieder mal einen Lidschatten. Lette, Leute. Oh, wei. Gut. Ist jetzt auch nichts Überragendes, ne? Sind nur Matttöne, auch das noch. Also, ja, so als Bass oder Unterton. Ja, ne? Gut. So, ihr Lieben. Was sag ich zum Kalender? Katastrophe kann man jetzt auch nicht sagen. Also davon abgesehen, wir haben hier, ich kann euch das aufzählen, wir haben hier 8-mal die Schattenpaletten drin. Es ist ein bisschen viel. Ne? Da hätten sie vielleicht... Puder ist auch immer so eine Sache, ne? Aber da hätte man vielleicht irgendwie noch, was man halt so braucht, ein bisschen so abschminken. Zum Abschminken vielleicht ein bisschen was, ne? Oder ja, ich weiß auch nicht. So. Ich will davon jetzt auch unbedingt nichts behalten, weil ich habe schon mal den Kalender vor ein paar Jahren unboxed. Und da habe ich einen Schminki von abgedreht und habe einiges getestet. Ich kann euch mal das Video, ich blende euch das mal als Videovorschlag ein. Ne? Da habe ich das, da habe ich so das Make-up davon getestet. Wie gesagt, das könnt ihr euch mal angucken und das hier wird alles mal weiter wandern. Das werde ich verschenken in Verlosungen oder wie auch immer. Genau, und davon werde ich jetzt nicht behalten, deswegen habe ich jetzt auch nichts geswatcht. Das habe ich mir jetzt so überlegt, weil ich habe meine Sachen da und ja, dann bekommt ihr das mal so. Ne? Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich mir die Nagellacke bloß mal aufhebe. Oh, da bin ich mir noch nicht so sicher, Leute. Vielleicht die beiden. Das ist das Einzige, was mich so, wo ich sage, es würde ich aufheben, mal ausprobieren. Der Anspitzer geht zu meiner Mutti, aber alles andere verlose ich mal oder so. Ne? Schauen wir mal. Ja, ihr Lieben. Irgendwie hat mir der Kalender schon Spaß gemacht. Das war aber... So viel Lidschattenpaletten. Ja. Können wir ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Oder haben bloß 20 Euro bezahlt. Und ja, dass man denn da auch mal so eine Füllmaterial, so eine Tools hier mit drin hat, wie so eine Pinselchen. Das ist jetzt auch völlig in Ordnung. Ne? Bei 20 Euro kann man das machen, denke ich. Ja. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mal gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Und ansonsten, wenn ihr dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Jetzt zum Schluss wende ich euch ein, meine Playlist von meinen Adventskalender-Unboxings, die ich bis jetzt unboxed habe. Hier siehst du meinen Kanal, kannst du völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich richtig drüber freuen. Ne? Hier unten siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.